So, nach dem erfolgreichen Ende des letzten Parts, wo wir blind in irgendwelche Stacheln gesprungen sind und dadurch gestorben sind, geht es jetzt direkt weiter. Wir wurden wieder an den Anfang des Levels zurückgesetzt, beziehungsweise an diese Speicherstelle. Und uah, das geht schon großartig los. Und ja, wir machen dieses super tolle Labyrinth-Level einfach direkt nochmal. Und ich spiele schon wieder wie ein Profi. Ich werde mir diesmal, glaube ich, etwas mehr Heilung überlassen. Das ist natürlich jetzt auch ganz großartig. Ich glaube, diesen Hit werden wir nee, doch nicht. Wow. Doch nicht kassieren. Ja, etwas mehr Heilung überlassen. Damit so etwas einfach nicht nochmal passiert. So, das sieht doch schon hoch deutlich besser aus. Scheiß auf die Scheißkamera. Aua, 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 du Scheißroboter. Dass die einem überhaupt wehtun. Ich meine, das sind fucking. Ja, ganz toll. Fucking Miniaturroboter, die einfach nichts können, außer ja, dumm durch die Gegend laufen. Die sind gerade mal halb so groß wie ich und tun einem trotzdem weh. Oder wie Duke. Na, komme ich da rüber? Ja. Ah, das Spiel ist so fair an einigen Stellen. Da ist Full Health, die lassen wir diesmal liegen. Der Beat geht schon wieder los. Headshot. Dann springen wir hier rüber und nehmen hier das Hähnchen noch mit oder die Truthahn-Schenkel oder was auch immer das sind. Da gibt es nichts zu holen. Das nehmen wir noch mit. Da gibt es eine Cola, die nehme ich einfach so mit. Und jetzt kann ich vielleicht kann ich diesmal diesen Trick zeigen hier mit diesen kleinen Roboterviechern. Immer schön aus dem Bild scrollen. Bis nur noch ein Block über ist. Genau. So, wenn wir jetzt den zerschießen und die ganze Zeit Dauerfeuer geben. Hat das super geklappt. Normalerweise glitschen die dann irgendwie so ein bisschen da in die Wand rein, aber diesmal irgendwie nicht. So, und ich muss zugeben, ich renne einfach mal durch diese Viecher alle durch, dass ich mich ein bisschen schlau gelesen habe. Und mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Glück. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viel Health wir gleich nach meiner Aktion noch überhaben. Oder besser gesagt, der liebe Duke. Das ist ja nicht unsere Gesundheit, sondern die des lieben Dukes. Ja, vielleicht. Na, jetzt komm schon. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Achso, da war Health. Halt. Tatsächlich. Das Wort. Also den Namen Duke in Reihenfolge aufzusammeln. Damit nochmal ein paar Punkte zu kassieren. Mir geht es zwar nicht um die Punkte, aber ich finde es trotzdem schon cooler, nicht wie so ein Analphabetiker hier zu stehen. Hier hoch, hier rum, roter Schlüssel, zack, zack, zack. Du kommst hier mal runter und Kabams. So, die lassen wir mal stehen. Alles, was wir nämlich nicht direkt an Health brauchen, lasse ich jetzt einfach mal stehen. Auch. Jetzt hätte ich es fast kaputt geschossen. Oh Gott, lass mich alle in Ruhe. So, will ich hier durch? Ich weiß es gerade noch nicht. Hier ist mal links rum. Und merken wir den. Ja, wir lassen erstmal alles an Health stehen, genau. Aua! Oh Mann. Das komischen Roboterautos. Fuck you, you fucking fuck. Wir können es
hier einfach sehen, was es da oben gibt. Da gibt es noch mehr Health. Hier gibt es noch mehr Health, die nehme ich einfach mit. Und dann komme ich hier durch. Okay, das heißt, ich will da oben tatsächlich noch nicht durch, weil da zumindest zweimal noch Heilungen sind. Die kann ich sowieso nicht umgehen, deswegen schieße ich die einfach mal direkt. So. Da ist auch nochmal Health. Alles zerschießen mit seinem Duke, mit seinem. Autsch. Weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, das heißt irgendwie Proton-Gedöns. Keine Ahnung. Da ist auch nochmal Energie. Die nehmen wir jetzt. So kann man es natürlich auch machen. Den nehmen wir auch noch mit. So. Und jetzt haben wir Full Health. Das lassen wir nochmal kurz stehen. Da laufe ich gleich längs. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück. Falls die Frage aufkommen sollte, nein, ich habe keine Karte hier neben mir. Ich hatte sie zwar einmal auf, um halt zu gucken, wo die ganzen Buchstaben verteilt sind und wie dann der beste Weg wäre, aber das hier spiele ich jetzt tatsächlich alles aus dem Kopf. So, das waren jetzt 3 Health, die wir kassiert haben dadurch. Genau, hier kommen wir nachher nach zum Level-Ausgang. Hier ist nochmal Health, die ich mitnehme. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Und hier ist das U. So, das ist schon mal super. Jetzt haben wir das D und das U. Jetzt fehlt nur noch das K und das E. Das E ist oben beim Ende. Da ist auch nochmal Full Health. Die holen wir uns jetzt. Da renne ich gleich einfach brutalst durch diese ganzen Viecher. Den lasse ich dann nochmal stehen. Für den Fall, dass am Ende kein Full Health sein sollte. So, du. Die können wir auch mit dem Soundeffekte. Da war nix. Gut. Und jetzt feuern wir uns hier einfach unseren Weg durch. Und es war Full Health. Also, alles no problemo. Da auch nochmal Health. Hier keine Health. Beziehungsweise müssen wir da den Hit mitnehmen. Hilfe, nicht in den Flammenwerfer. So, und jetzt können wir auch ohne Probleme runtergehen. Hier stand doch irgendwo noch genau eine Soda-Can. Hier war auch noch eine. Was war hier hinten noch? Ah, noch mehr Robots. Okay, da müssen wir nachher durch. Grüner Schlüssel, der war ganz unten. Genauso, nee, der rote Schlüssel war ja nicht ganz unten, aber der grüne Schlüssel ist hier ganz unten. Das heißt, da hätte man, also man hätte eigentlich, ja, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, man hätte eigentlich nicht ganz nach unten rennen müssen am Anfang dieser Stage. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil einfach um dieses Power-Up zu kassieren. Ja, komm schon. So. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Das nehmen wir direkt mit, wobei das fast Verschwendung war. Da war das K. Und falls wir nicht an dem E vorbeilaufen, weil wir vollkommen blind sind, sollten wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben, den Namen vollständig und richtig einzusammeln. Jetzt macht die kaputt. Vor uns hier Dr. Ich bleib einfach stehen, bevor ich schieße. Proton hier noch irgendwie weiter beobachtet, der olle Spanner. So, das sieht jetzt, was die Gesundheit angeht, auch deutlich besser aus. Sagt er und verliert schon wieder 2 Punkte. Verlor. Dieser Sound einfach alles überdeckt. Wahrscheinlich ist es einfach unendlich laut, wenn man da steht.
nicht verfehlt. Ja, die bewegen sich natürlich. Warum auch immer sich einige Gegner weiter bewegen können und andere nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht weiß es der Duke und sagt es uns so nicht. Da war schon wieder Help. Pau, 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 genau so meinte ich doch. Ja, sie glitschen nicht ganz durch die Wand, aber so ein bisschen rein schon, weil, keine Ahnung, irgendwie die ganzen Dinger übereinander liegen. Da unten will ich noch nicht lang. Ich will erstmal rechts rum, glaube ich. In die ganzen Sackgassen hier. Ja, genau. Leer zu räumen. Da unten sind wieder Häschen. Häschen. Schwupp. Da oben, ich glaube, das ist alles hell. Ja, okay. Zumindest die erste. Die lassen wir nochmal kurz stehen. Huch. Hase. Und noch ein Hase. Jetzt können wir wieder hier voll alles abfeuern. Das hat uns gut Energie gekostet. Aber da oben stehen ja noch so ein paar Dosen haben wir noch stehen gelassen. Von dem guten Soda. Eine. Noch eine, das ist Feuer, das wusste ich. Oder das habe ich mir schon was gedacht. Noch mehr Dynamit. Und noch mehr Soda. Gut, wir haben den grünen Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt. Wie auch immer ich da jetzt nochmal rankomme. Ich glaube erst nachdem ich den. Nein, doch. Nachdem ich den grünen Schlüssel erst eingesetzt habe. Wow. Da oben ist auch noch was. Ist das auch nur mit dem grünen Schlüssel erreichbar? Ja, ich glaube schon. Okay. Diddle, 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 diddle. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass ich da fast volles Fund reinspringen würde. So, nein, immer noch nicht. Dachte, ich wäre schon ganz oben. Achso, ne, erst kommen ja diese komischen Laserbalken. Au, das war super schlau. Warum hat dieser. Ach, Mann! Oh. Hase herkommt. Das nehmen wir direkt mit. Schade um den Soundeffekt. Noch mehr Duke Nukem Disketten. Ah, oh, sind wir da tatsächlich nicht lang gelaufen? Hier schon. Oh, umso besser. Sonst hätte ich wahrscheinlich vorhin schon die Full Health irgendwann mal mitgenommen. Sollte mir fürs nächste Mal vielleicht mal raussuchen, wie diese Dinger heißen. Statt dass ich jedes Mal mir irgendwelche Namen ausdenke dafür. Da ist wieder. Was ist da drin? Mehr Soda. Da war ein Hähnchen. Noch mehr Soda. Die nehmen wir einfach mal so mit. Da springen wir auch drum rum. Nur für den Fall, dass ich doch noch. Doch noch einmal so inkompetent sein sollte und irgendwie. Super wenig Energie zu kriegen. Wow, lasst mich doch in Ruhe. Kapau, kapau. Kapau, kapau. Zwar keine Punkte für den Hasen gekriegt, aber dafür Punkte für den Ballon. Den Ballon. So, hier kommt doch gleich dieses Feuergedönsrad. Wo kommt es? Nee, doch nicht. Hier kommt es. Doch da, was ich dachte, das ist. Pau, pau. Die kann man übrigens auch nur zerstören. Boah, was ist hier denn los? Mach doch mal hier nicht Party ohne mich. Nur zerschießen. Wow, wow, das Skill. Solange sie. Oh Mann, was soll denn das immer? Solange sie ihre Flammenwerfer-Dinger nicht anhaben. 5000 Punkte.
Ja. Ich glaube fast nicht, dass ich nochmal zurücklaufen werde, um die anderen Sodas zu holen. Da bin ich letztes Mal krepiert. Jetzt weiß ich es wieder. Da oben sind noch mehr Punkte, aber ich glaube nichts Wichtiges. Wobei, wir gehen noch mal nachgucken. Wir gucken einfach mal kurz nach. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Genau, so. Und dann geht es hier noch mal rechts lang. Einfach noch ein paar mehr Punkte mitnehmen. So. Tippel, 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 tippel. Und zurück. Da hätte ich fast die Stacheln mitgenommen. Mehr Punkte. Da rechts ist, glaube ich, wir sind schon, fast unten angekommen. Gleich. Ja, das sieht ziemlich danach aus. Zuff. Das ist okay. Ich nehme auch noch mit. Pow, pow. Mehr Flaggen. Was auch immer auf diesen lilanen Flaggen draufstehen soll. Hier war eine Tür, falls man es eben noch gesehen hat. Die automatisch aufgeht, also die brauchte keinen Schlüssel. Fahrstuhl-Sounds. Mit diesem Fahrstuhl kann man übrigens nur nach oben fahren, nicht nach unten. Und weil ich ein super gieriger Mensch bin und total geil auf Sodas, habe ich mich einfach da nochmal auf die Sodas gestürzt. Da oben ist, glaube ich, auch nochmal irgendwie Full Health oder so. Fertig. Wir gucken erstmal nach, was da ist. Da ist ein blauer Dings. Ja, genau. Da ist nochmal volle Energie. Das heißt, wir können hier gleich nur ordentlich Damage kassieren, wenn wir uns danach... wenn wir darauf stehen. So ein paar Viecher kommen da ja gleich auch noch. Ja. Schießt schon mal einfach dauerhaft hier. Alles kaputt. Da oben ist schon wieder mein Lieblingsroboterfreund. Hier feuert es mir doch gleich wieder ins Gesicht. Genau, wusste ich doch. Ich glaube sogar, dass der gute Kerl despawnt teilweise. Vielleicht ist er sogar schon weg. Oink, 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 oink. Mit. Das nehmen wir auch noch mit. Da drüben steht noch eine Soda, die wir jetzt nicht mehr kriegen können. Ja, wir machen das hier einfach mal alles kaputt. Ja, fuck you. Fuckhead. Ja, wie gesagt, der Typ ist despawned. Das nehmen wir auch noch mal kurz mit. Und ja, so was? Achso, wir müssen eh nochmal zurück. So super schlau war das jetzt nicht zum Ende hin, da wir gleich noch mehr Schaden nehmen. Wobei. Ne doch, wir kriegen ja Schaden, dann nehmen wir die Full Health ein und dann kommen wir da, weil wir noch unverwundbar sind. Genau, kommen wir da mit voller Energie wieder raus. Und wenn wir jetzt uns nicht ganz blöd anstellen, der Duke und ich, kommen wir sogar mit voller Energie ins nächste Level. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Swoop. Und das sieht gut aus. Zack, Exit. Punkte, 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 Punkte. Wie gesagt, das eine war, glaube ich, Duke und das, was auch immer das andere ist. Ich glaube, die Hasen oder so. Alle Hasen zerstört. Ja. Weiter geht's.